Hallo, liebe Gartenfreunde. Willkommen zu meinen Schnittempfehlungen der Kamtschatka oder Maibeere. Ich habe hier drei Sträucher, wie ihr sehen könnt. Hier, der eine hat sich ein bisschen verirrt. Der fängt jetzt im späten Oktober nochmal an zu blühen. Das hilft natürlich nicht. Wie ihr seht, ich schneide das Ganze, wenn die Blätter abgefallen sind. Es gibt auch einige Empfehlungen, die dann sagen, man soll das Ganze direkt nach der Frucht schneiden. Ich finde es einfacher, wenn die Blätter weg sind. Dann sieht man genau, welche Äste man schneiden möchte und welche man stehen lassen möchte. Wichtig ist hier, dass wir dieses junge Holz fördern wollen und stehen lassen wollen und eher die alten entfernen. Ich werde nachher, wenn das jetzt hier zu schnell geht, dann nochmal am Standbild das genau erklären, welches jetzt altes und junges Holz ist. Wem das jetzt hier ein bisschen zu unübersichtlich wird, dann gerne bis hinten vorspulen oder einfach ganz dranbleiben. Hier habe ich jetzt schon mal einen älteren Trieb entfernt. An diesen Trieben werden sich keine wirklichen Früchte mehr bilden. Wir wollen also diese jungen, ein- bis zweijährigen Triebe fördern. Alter Kameraprofi hier genau ins Bild gelatscht. Wunderbar gemacht. Also solche alten Triebe, die entfernen wir. Das schafft auch Luft und Freiraum. Ich schneide hier unten nicht ganz bodennah ab, sondern lasse so einen kleinen Stummel stehen, weil ich möchte, dass sich von da oder aus diesem Stummel dann auch wieder noch junge Triebe bilden. Die kommen in den seltensten Fällen bei der Kamtschatka-Beere direkt aus dem Boden, sondern eher aus diesen Stummeln, dass sich da eben etwas Neues entwickelt. Außerdem schneide ich hier so einen Kleinkram raus, so dünne, ältere Zweige, die auch nur Luft dem Strauch nehmen und keine Früchte mehr bringen. Ziel ist es, also das ist noch ein relativ junger Strauch. Ihr seht, da bleiben jetzt nachher so fünf, sechs kräftige Triebe stehen. Man kann da auch gut und gerne, ich sage mal, 8 bis vielleicht sogar 10 dieser Triebe stehen lassen. So alt ist mein Strauch noch nicht, dass er überhaupt so viele Triebe bisher gebildet hat, aber das wäre so das Optimum, dass wir nachher 8 bis 10 dieser Triebe haben. Ich habe hier jetzt 5 bis 6 stehen lassen. Das ist so der Strauch, wie ich ihn jetzt dann geschnitten habe und ihn gerne haben möchte, damit er mir im nächsten Jahr dann auch Ertrag bleibt. Der ist jetzt sowohl schön luftig, dass sich die Triebe und Früchte gut entwickeln können, als auch, dass hier sehr, sehr viele von diesen jungen ein- bis zweijährigen Trieben sind, die eben die besten Fruchtqualität und Fruchtmenge bringen werden. Ja, so sieht das Ganze schick aus. Also gerne ran, traut euch. Hier sehen wir das Ganze nochmal so ein bisschen plastischer, wo ich die Schnitte gesetzt habe. Unten sind vor allem dann die Schnitte, wo wirklich dicke alte Äste entfernt werden. Oben dann noch ein paar kleine Korrekturschnitte, wo so dünnere Äste entfernt werden, die einfach keine Früchte bringen. Hier sehen wir nochmal oben schön, das ist das einjährige Holz, das wir fördern wollen. Aus diesen Blattachseln, sage ich mal, entstehen die Früchte. Unten altes Holz, das kann entfernt werden. Viel Spaß und Erfolg beim Schnitt!